Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem senkrechten Wurf nach oben. Wenn man alle physikalischen Hintergründe des senkrechten Wurfes nach oben kennt, kann man zum Beispiel ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit man einen Schneeball werfen muss, damit er im zweiten Stock eines Hauses ankommt. Du wirst sehen, dass bei einem senkrechten Wurf die Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt sogar null ist, obwohl es so scheint, als ob der geworfene Körper ständig in Bewegung ist. Um den senkrechten Wurf nach oben komplett beschreiben zu können, wirst du zuerst lernen, was man unter Superposition versteht. Danach wirst du sehen, wie man Formeln für Geschwindigkeit und Wurfhöhe für den Wurf nach oben findet. Und damit kann es auch schon losgehen. Um zu verstehen, wie ein senkrechter Wurf nach oben verläuft, ist es wichtig zu verstehen, was man unter einer Superposition von Bewegungen versteht. Bewegungen in unterschiedliche Richtungen überlagern sich ungestört. Das bezeichnet man als Superposition von Bewegungen. Ungestört überlagern bedeutet dabei, dass die Bewegungen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Dass Bewegungen sich ungestört überlagern, sieht man zum Beispiel, wenn man zwei Kugeln im freien Fall beobachtet. Eine Kugel fällt senkrecht zu Boden, die andere bewegt sich gleichzeitig noch horizontal, in unserem Fall nach rechts. Um die Bewegung beschreiben zu können, zeichnen wir zuerst ein Koordinatensystem ein. Die eine Kugel rollt auf einem Tisch auf die andere zu. Wenn sie sich treffen, überträgt die gerollte Kugel ihre horizontale Geschwindigkeitskomponente auf die andere Kugel und wird selbst abgestoppt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.